Das ist das mediterrane Gold. Ja. Ohne so ein Stück Parmesan funktioniert zu Hause überhaupt nichts. Ich zeige euch jetzt mal mein allererstes rezeptiertes Gericht. Schwieriges Deutsch. Und zwar einen marinierten Parmesan mit karamellisierten Kirschtomaten. So, frischen Parmesan in solche Nuggets schneiden. Dann die besten Kirschtomaten, die man auf diesem Planeten bekommen kann. Und diese Kirschtomaten sind natürlich gewaschen. Und die werden einmal der Länge nach halbiert. Das Grünzeug kommt weg. Ich mache jetzt mal eine Portion, okay? Die Zutat ist der König. Richtig geile, frische, leckere, gut duftende Kirschtomaten. So, das ist die Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung. Jetzt, Achtung, ein bisschen Olivenöl in eine heiße Pfanne. Zu dem Olivenöl kommen jetzt die Kirschtomaten. Zu den Kirschtomaten, auf die Menge ungefähr so ein Teelöffel Zucker. Der Zucker muss jetzt karamellisieren. Ein bisschen Salz. Frisch gemahlener Pfeffer. So. Schön anbrutzeln lassen. Und Achtung, jetzt geht es ganz schnell. Da müssen wir gut zuschauen. Den Parmesan rein. Dann mit Essig ablöschen, und zwar ordentlich Essig rein. Dann locker aus dem Handgelenk. Die Herdplatte zurückschalten. Basilikum rein. Und jetzt ist das Ganze eigentlich schon fertig. Das Ganze kommt jetzt hier rauf. Der Käse ist so ganz leicht geschmolzen. Der Käse ist ganz leicht geschmolzen, ist lauwarm und schmeckt sensationell gut. Schönes Gläschen Rotwein dazu, ja, ein bisschen Baguette und hammermäßig. Hänsels Blitzrezepte, marinierter Parmesan mit karamellisierten Kirschtomaten. Guten Appetit!